Hi, hier ist der Frank von foodbloghamburg.de. Wir machen heute Bechamelkartoffel 2.0 mit den Ideen aus der Community. Seid gespannt! In all I feel is blue. So, wir haben von jemandem aus der Community einen Denkanstoß bekommen, dass Margarine nicht ganz so gesund ist, habe ich mich schlau gemacht, hat er recht. So, dann hat er uns gesagt, dass es mit einer Jagdwurst, ich habe mir so einen Lümmel hier besorgt, viel besser schmeckt. Haben wir uns besorgt, werden wir ausprobieren. Jetzt haben wir uns aber überlegt, dass wir keine Margarine, keine Butter benutzen, sondern ich werde einfach fetten Speck auslassen und werde das Fett benutzen davon. Dann eine halbe Zwiebel. Und Mehl brauchen wir, Salz, Pfeffer, Milch, Kartoffeln sind schon da am Kochen. Das werden wir jetzt alles gleich benutzen für unsere Bechamelkartoffel 2.0. Und ja, dann wollen wir mal beginnen, ne? So, ein bisschen Fleißarbeit. Ich habe jetzt 60 Gramm von meinem durchwachsenen Speck in kleine Würfel geschnitten und werde die jetzt in die Pfanne tun und werde das auslassen, damit ich dann gleich mein Fett habe. So, das wird jetzt gleich vor sich hinbraten und währenddessen werde ich jetzt hier meinen großen Lümmel mal ein bisschen klein schneiden. Das Ding wiegt ein Kilo, ich werde jetzt so 400 Gramm, schneide ich mir jetzt mal runter. Sieht lecker aus. Die Wurst werde ich dann jetzt auch gleich klein schneiden in kleine Würfel. So wie man das halt mit der Fleischwurst auch macht. Und dann wird die kurz angebraten und dann kommt sie hinterher in die Bechamelkartoffel. So, der Speck ist so gut wie ausgelassen. Den tun wir jetzt gleich in einen großen Topf. Also nicht den Speck, nur das Fett. Und die Kinkel, die tue ich jetzt erstmal beiseite. Mal sehen, vielleicht schmeiße ich die hinterher noch mit rein. Geben wir auch noch ein bisschen Geschmack. Und dann werde ich hier gleich in dieser Pfanne die Wurst anbraten und die Zwiebel auch. So, Fett im Topf, Kinkel hier auf dem Abschöpfwerkzeug. Wunderbar. So, ich brate jetzt meine halbe rote Zwiebel an und dann schmeiße ich da gleich meine Fleischwurst mit drauf, brate das alles schön weiter und schmeiße das dann hinterher in meine Bechamelkartoffel. So, jetzt die Fleischwurst da schön drauf. Das wird jetzt alles so ein bisschen angebräunt und das kommt dann hinterher schön in die Bechamelkartoffel 2.0. Das wird richtig genial. Ich fange jetzt an, meine Bechamelsoße hier zu machen. Ich habe hier mein ausgelassenes Fett von dem Speck und tue da jetzt vorsichtig immer so ein bisschen was an Mehl rein. Das ist ein 405er, also ein ganz normales Weizenmehl, was ich hier jetzt rein tue. Je mehr Mehl ich jetzt hier rein tue, umso mehr Soße wird das halt auch, ne? Also man muss da schon so ein bisschen aufpassen, dass man da nicht zu viel reintut, sonst hat man hinterher so einen mega Berg an Soße. Man muss aber aufpassen, dass man nicht zu wenig macht, dann hat man nämlich hinterher gar keine Soße. Dann wird das alles so ein dröger Kram. Ich habe hier so ein bisschen Zeit, weil meine Kartoffeln, die brauchen auch noch einen Augenblick. Da brät schön meine Wurst vor sich hin. Ja. So, jetzt ist hier mein Mehl schon so ein bisschen angebräunt. So wollen wir das auch haben. Da muss man so ein bisschen mit der Hitze runtergehen und dann kann man da Milch zu tun. Und da muss man halt sehen, dass man nicht so rumspritzt zum Beispiel, dass man schnell rührt, sonst gibt das nämlich Klöße. Thank you.
Also man muss schon Mut haben und einfach weitermachen. Dann gibt es auch keine Klöße wie jetzt. Jetzt kann man die Temperatur auch wieder ein bisschen hochstellen am Top. Und dann wird das auch gleich wieder anziehen. Dann muss man das halt wieder mit Milch ein bisschen auffüllen. So, wenn man da jetzt also rauf guckt, keine Klöße. Dann tue ich jetzt da wieder, ups, da haben wir ein großes Stückchen von dem durchwachsenen Speck. Das nehmen wir raus. Die Kinkel tun wir da natürlich schön mit rein. Die geben schön Geschmack. So, dann tun wir jetzt da schön unsere geröstete Jagdwurst rein. Schön mit roter Zwiebel dabei. Genial. So, dann können wir das Ganze nochmal umrühren. Danke. Das sieht doch schon mal richtig geil aus. So, dann muss ich jetzt Kartoffel pellen und dann kommt die da auch noch rein. Dann müssen wir das Ganze mal abschmecken. Bis gleich. So, jetzt haben wir die ganzen Kartoffeln da alle drin. Alle schön klein geschnitten. Den ganzen Berg. Dann rühren wir das hier alles mal ein bisschen um, damit da überall auch Soße hinkommt. Und dann müssen wir das gleich mal alles so ein bisschen abschmecken. Mmh. Ja, lecker. Das sieht schon gut aus. Fast noch ein bisschen dickflüssig das Ganze. Ich werde das mal eben schnell probieren. Eigentlich ist es geil, weil dieser Geschmack von dem Speck so ein bisschen durchkommt. Die Zwiebel ist da. Das ist schon ganz geil. Ich habe da jetzt schon ein bisschen Salz reingetan. Ich tue da jetzt ein bisschen Muskat dran. Finde ich irgendwie ganz cool, die Idee. Habe ich sonst nie gemacht. Ich glaube, das reicht. Dann machen wir da noch ein bisschen Pfeffer ran. Darf auch ein bisschen mehr sein. Soll ja auch ein bisschen Geschmack kommen. Und ist ja auch eine ganze Menge, was hier drin ist. Ne? So. Dann rühren wir das Ganze nochmal um. Gleich muss ich niesen, weil ich habe gerade den schwarzen Pfeffer in die Nase gekriegt. Aha. So. Dann kochen wir das jetzt gleich nochmal ein bisschen auf, damit es richtig schön heiß wird und alles schön durchzieht. Dann probieren wir nochmal und dann werden wir anrichten. So, fertig sind unsere Becher Mehlkartoffel 2.0. Schön mit Speck, Jagdwurst, angebraten mit roter Zwiebel. Schmecken super, super gut. Ein bisschen von dem Speck kommt durch, ein bisschen von dem Muskat. Ich finde die super lecker. Wenn euch das gefallen hat, abonniert uns, gebt uns einen Daumen. Habt ihr Fragen oder wieder Anregungen, so wie der Kollege neulich, der uns auf die Idee gebracht hat, nochmal ein neues Video zu machen, schreibt es unten rein. Ich freue mich drüber. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss sagen. Und Frank von Wir kochen was. Ciao.